Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir zum heutigen Video kommen, möchte ich euch noch den Partner desselben vorstellen. Und das ist die Firma NordVPN. Die machen ein sogenanntes Virtual Private Network. Und das ist eine wirklich ganz praktische Geschichte. Vor allem, wenn man zum Beispiel im Ausland sein eigenes heimisches Fernsehprogramm sehen will. Das habe ich jetzt gerade erlebt. Über Weihnachten war ich bei der Familie in Österreich. Und meine kleine Tochter war es gewohnt, jeden Abend irgendeine Sendung auf Kika anzugucken. Und sehr zu unserem Leidwesen ging das in Österreich nicht. Oder war es in Österreich nicht zugelassen? Nicht so mit NordVPN. Da verhindert man das sogenannte Geoblocking und man wählt einfach einen NordVPN-Server in Deutschland aus. Einen von 5200 Servern weltweit. Und kann quasi der Gegenstelle vorgaukeln, man befindet sich in Deutschland und schon kann man das Programm sehen, was man will. Funktioniert nicht nur auf Kika, das wird uns weniger interessieren, es funktioniert auch bei Motorsportübertragungen, die vielleicht nur in Amerika zugelassen sind oder so. Dann wählt ihr einfach einen Server in Amerika aus. Aber ihr hinterlasst nicht nur keine Spuren im Internet, sondern ihr surft auch ganz besonders sicher, denn mit einem Virtual Private Network wird ein sogenannter Tunnel gebaut und Angreifern wird es damit schwer gemacht, von der Seite eure Verbindung abzugreifen. So. Und jetzt wollt ihr das Ganze wahrscheinlich auch noch mit einem bestimmten Rabatt haben und den gibt es gerade. Den 2-Jahres-Vertrag gibt es mit einem kostenlosen Gratis-Monat obendrauf, Riesenrabatten und einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr das mal unverbindlich ausprobieren wollt. Und das könnt ihr machen unter der folgenden Adresse www.nordvpn.com/alteschule. Hier unten steht es nochmal und in den Shownotes habe ich es auch nochmal verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Es gab eine Ausschreibung in Automotor und Sport, wo sie, ich weiß jetzt nicht mehr, waren es 30 oder 40 junge Fahrer gesucht haben mit dem neuen Porsche für Filmaufnahmen in Paris. Und ich habe mich dort beworben, ganz offiziell. Das lief damals über den, also Automotor und Sport, über den Rainer Buchmann in Frankfurt, der ja da die Buchmann-BB-Geschichte damals geschrieben hat. Und habe mich beworben, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt gar kein Porsche hatte. Weil ich habe ja jedes Jahr praktisch ein neues Auto gekauft und als Jahreswagen wieder verkauft. Mhm. Und dieses Auto hatte ich schon verkauft und mein neues Auto war bestellt, war aber noch nicht da. Mhm. Und ich wusste, das kommt gerade so um den Termin. Und es war ein bisschen Risiko, aber ich habe tatsächlich das Auto 2 Tage, bevor wir nach Paris gestartet sind, gekriegt. Es war nagelneu. Und mich hat es natürlich gefreut über die Zusage. Der Rainer Buchmann hat mir später gesagt, 480 Bewerber haben sie gehabt. Und das hat mich halt gefreut. Wie viele haben sie genommen? Einen? Nein. Jetzt weiß ich nicht mehr, waren es 30 oder 40 Fahrzeuge, wo sie gebraucht haben für den Film. Ich meine, 40 waren es. Und es war halt schön, dass ich da dabei sein durfte. Und dann ging es los. Dann habe ich halt die Unterlagen gekriegt, wo man sich trifft, Hotel und so weiter. Und jetzt ist es ja so, heutzutage macht man sich keine Gedanken darüber. Man gibt die Adresse ins Navi ein und lässt sich dahin fahren. Da gab es noch kein Navi. Also habe ich eine schlechte Kartenkopie gehabt in Schwarz-Weiß und musste jetzt mitten in Paris reinfinden zu dem Hotel. Und es ging der Autobahn-Landstraße bis zum ersten Kreisverkehr in Paris eigentlich ganz gut. Und dann bin ich da in den Kreisverkehr reingefahren. Man muss ja immer dann wieder auf die Karte schauen, wo man jetzt dann raus muss. Und der Kreisverkehr hat gefühlsmäßig 10 Spuren gehabt. Also so sind sie jedenfalls gefahren und gehupt und getan. Und wir waren das in Deutschland so gar nicht gewohnt. Da gab es ja so gut wie keinen Kreisverkehr. Stimmt, ja. Und ich habe so Angst gehabt um mein nagelneues Auto, dass mir da einer drauf fährt und die mit ihren R4s und R5s und so, die sind da rechts und links vorbeigefahren. Naja, schlussendlich habe ich das Hotel dann gefunden, war dann Gott froh, das Auto war ganz
Und dann gab es ein Briefing dann, wie das Ganze ablaufen sollte. Und am nächsten Tag gab es dann in der Früh, sehr früh, um 4 Uhr, gab es mal so eine Proberunde, dass man gesehen hat, wo man da lang fährt. Und da ist mir dann erst klar geworden, die haben keine Filmgenehmigung gehabt. Die Strecken waren nicht gesperrt. Das war alles illegal. Ach echt? Ja. Das schaut man den Film mit ganz anderen Augen. Dann, ja, 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 ja. Und kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Nee, aber es war so. Und wir sind dann morgens um 4 losgestartet und der Hauptdarsteller kommt aus Hamburg und der musste den Turbo Buchmann fahren. Und sind wir das Auto mit die, so bunten Streifen. Ja, mit den so Regenbogenfarbenen Streifen. Ja. Und wir sind dann losgefahren am Hotel, Kopfsteinpflaster, 150 Meter, ging es rechts weg. Er war vorne dran, hat erster Gang beschleunigt, auf dem Kopfsteinpflaster hat es ihn gedreht und hat das Auto gleich seitwärts reingesetzt, an Bordstein gekaut. Und zwar die schöne Hinterachsfelge war natürlich kaputt und Luft raus. So, ein Tag vor dem Filmdreh. Ja. Und er war total fertig. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur Gas gegeben. Aber der war das halt einfach nicht gewohnt. Er hat dann später auch erzählt, dass er privat einen R5 fährt. Ja, gut, okay. Und war halt so Auto mit über 300 PS nicht gewohnt. Und bei den Turbo damals war es ja so, dass untenrum wenig bis gar nichts war. Und wenn dann der Lader eingesetzt, dann aber volle Lotte. Und das ist ihm dann halt passiert. Naja, gut, war das erste Auto zerstört. Und dann hat man aber aus Frankfurt eine neu lackierte Felge dann eingeflogen. Hat man dann wieder reparieren können. Gott sei Dank war am Lenker nichts kaputt. Und dann sind wir so durch die Stadt gefahren, haben uns die Haltestellen angeschaut, wo man dann, von wo es man startet. Und Champs-Élysées hoch, um den Triumphbogen rum. Und dann waren ja Kameraautos, die da zwischendrin gefahren sind. Da waren irgendwelche PKWs, war der Heckdeckel hinten weg. Da saß ein Kameramann mit so einer großen Kamera drin, ja, und hat dann gefilmt. Und so sind wir dann am nächsten Tag morgens, wo es dann ein bisschen hell geworden ist, dann losgefahren. Und das war so die Zeit, wo die Franzosen dann gerade aus der Disco, aus der Bar gekommen sind, alle gut angeheitert. Und die haben dann relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas abgeht, ja, mit Filmkameras, und wollten dann mitfahren. Jetzt haben die sich da versucht reinzudrängen. Der eine hat das Beifahrerfenster, das Baguette rausgehalten und gewunken, und der andere hat die Champagnerflasche in der Hand gehabt. Und es war nicht so ohne. Und ich bin in der 11. Reihe gefahren, ganz rechts außen. Und man hat den ersten gesagt, die sollen nicht schneller als 70 fahren. Mein 50 war erlaubt, aber die sollten nicht schneller als 70 fahren. Ich kann mir hinten gar nicht daran erinnern, dass ich mal langsamer als 100 gefahren bin. Weil je weiter man hinten kommt, muss man schneller fahren. Und das war nicht so ohne, weil es meiste Kopfsteinpflaster war. Ja, ja. Und dann immer drei Autos nebeneinander, eins davor, eins dahinter. Wahrscheinlich nicht alles Testfahrer von Porsche. Ja, ja. Und so gesehen war ich dann auch froh, wo das alles gut gegangen ist. Ne? Und rote Ampel hat niemanden interessiert, es ging alles durch. Sehr schön, das ist. Und dann gab es eine lustige Geschichte. Am Triumphbogen waren zwei Schauspieler als Polizisten verkleidet, die auf dem Motorrad saßen. Die haben französische Uniform angehabt, aha, aber es waren deutsche Schauspieler, die kein Französisch gesprochen haben. Und wir sind da, das ganze Pulk ist unten angefahren gekommen, und die Kamera hat auf die draufgehalten. Und da hat der eine zum anderen gesagt, wie, was ist denn da los, eine Rallye? Und weiß nicht, da hat er gesagt, uns informiert ja auch keiner, keine Ahnung, was das ist. Das war so der Gedanke. Jetzt ist aber so ein Franzose dorthin gefahren, hat gehalten und hat nach einer Straße gefragt. Und weil die ja nichts verstanden haben, die haben immer gesagt, der soll weiterfahren. Nein, der wollte unbedingt die Straße wissen. Also mussten wir alles abbrechen und das Gleiche dann nochmal machen. Ja. Das waren so die Schwierigkeiten. Aber das ist ein ganz netter Film geworden, und der ja mehrfach im Kino gezeigt worden ist und im Fernsehen lief. Und erst vor ein paar Jahren gab es da so eine Veranstaltung in Frankfurt in der Klassikstadt,
wo ich dann auch eingeladen war. Es waren zwei Pfarrer aus der Zeit noch da, plus der Hauptdarsteller. Und da hat man halt auch von der Zeit erzählt, wie das damals war und die Filme gezeigt. Und das gab es dann später nochmal in dem ältesten Autokino, auch in der Nähe von Frankfurt. Okay. Da gab es dann auch nochmal so einen Abend. War dann ganz lustig, dann sind lauter alte Autos da reingefahren auf den Parkplatz, kaum neue. Mhm. Es war irgendwie eine tolle Atmosphäre und so lebt die Geschichte da immer weiter. Ne? Und wenn wir gerade so bei der Geschichte sind, auch noch eine tolle Geschichte für mich. Zum Abschluss, beziehungsweise ich habe am 1. Februar 2017 habe ich meine Alterszeitzeit begonnen, musste dann nicht mehr arbeiten offiziell und dann kam gleich das Porsche Museum auf mich zu und haben gesagt, sie hätten was vor mit mir, ob ich da mitmachen würde. Ich war ja der Erste, der überhaupt von Porsche aus im Nordkap war oder in der Nähe vom Nordkap mit dem 959 damals und die wollten jetzt halt, dass ich nochmal mit 8 Journalisten da hochgehe und denen ein bisschen erzähle, wie denn das damals war, also ähnlich wie wir jetzt hier gesprochen haben. Und da war erster Gedanke, dass man 959 nimmt, das hätte jetzt dann gut gepasst, aber es war keiner auf die Schnelle verfügbar, der in so einem fahrbaren Zustand im Lager stand, dass man hätte dort nehmen können. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir haben einen 944 Turbo, ein Weltrekordauto, das ist der Gerhard Plattner, 1986 bleifrei um die Welt gefahren ist. Das stand 31 Jahre lang unberührt im Museum. Und dann haben sie gesagt, das nehmen wir dazu. Und dann kurz auf die Hebebühne, neue Flüssigkeiten eingefüllt, Bremsflüssigkeit, neues Öl rein. Und mit dem Auto bin ich dann zum Nordkap. Und da sind wir dann tatsächlich dann hochgekommen. Ohne Probleme wahrscheinlich. Ja, ohne Probleme nicht. Ich sag mal, durch den Frontmotor und das leichte Heck war es dann oben an den Steigungen schwierig. Aber ich habe dann Ketten montiert und bin dann hochgekommen. Und die Journalisten waren natürlich total begeistert, wo ich dann die Geschichten erzählt habe, ja, was ich vorher erzählt habe mit Eskimo und so weiter. Auch, ne? Also das, und das war für mich dann ein schöner Abschluss. Die haben dann auch schöne Berichte in der Presse geschrieben darüber. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.